Ja, läuft. Ja, läuft. Das ist schön. Aber doch nicht nächster, oder? Wo fährt er denn jetzt hin? Das sah jetzt irgendwie so aus, als ob er nicht auf dem ersten sitzt. Warte mal, deswegen fahre ich nochmal zurück ein kleines Stück. Fahrer einstellen. Jetzt fährt er auf R1. Ach so, weil der Wechsel da hinten so... Nee, irgendwas war anscheinend doch verkehrt. Alles klar, jetzt läuft das. Der wird sich gleich auftanken. Unser geschätzter, werter Freund Höhlimann ist gerade am Schwaden. Sehr schön. Ich wollte einstreuen, ne? Ich wollte einstreuen. Genau, so war das ja. Ich muss mal gucken, wie viel das Feld jetzt eigentlich kostet. Bei den Kühen. Weil das musste ich... Alter, was hat er denn da gemacht, ey? Wie fährt der denn da rum? Ist tatsächlich dreimal nicht genug, oder was? Ich hätte nicht gedacht, dass es so doll ist, was er an Wenderadius hat. Okay. Na gut, er musste übersetzen, ne? Oder umsetzen. Das hat ihn wahrscheinlich gestört. So, ich wollte eigentlich jetzt in den Kompaktlader. Genau. Dann wollen wir uns mal gucken, was das Feld 14 kosten soll. Was sie dafür haben wollen. Vielleicht können wir uns das schon leisten. Ich bin mir nicht sicher. Oder sollen wir uns lieber erstmal einen neuen Sammelwagen oder Ladewagen? Ladewagen. Einen neuen Ladewagen kaufen. 140. 140 ist eine ganze enge Ecke, ne? Ist eine ganze Ecke. Ist eine ganze Ecke. Ja, müssen wir mal gucken. Also ich bin da noch ein bisschen unentschlossen, ob ich jetzt da die 140, also 140, 140 finde ich krass. Mal gucken, ob wir das noch in dieser Aufnahmesession hinkriegen. Ein Ladewagen wäre halt auch toll, ne? Einen größeren. Habe ich denn irgendwas, was ich verkaufen könnte? Mal. Ich habe Weizen, ich habe Gerste. Ich habe Kartoffeln. Ich habe Kartoffeln ohne Ende. Aber für Kartoffeln kriegst du kaum was, ne? 510. Ich könnte natürlich mal ein paar von den Dings aufladen, ne? Und wegbringen. Pass mal auf, wir könnten uns ja mal einen Dings kaufen. Ballentechnik und dann gibt es ja diesen Fliegelanhänger. Der kostet ja nur 12.000. Wobei mir wär natürlich ein Deeploader lieber, ne? Warte mal, verschiedenes, diverses. Der kostet nur 14.000. Alles klar, wir kaufen Deeploader. wir haben jetzt einen Deeploader gekauft. Aus dem Grund. Da fahre ich jetzt mit dem Matthias rüber, hol den ab. Und dann laden wir die ganzen Kartoffelpaletten mal auf, die gewaschenen. Die laden wir mal alle auf, die 6 Stück. Und dann gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Das waren ja irgendwie für eine Tonne 500. Da sind ja 5 Tonnen drin, in der Regel. In so einer Kartoffelkiste. Das heißt, wir müssten 2.500 mindestens kriegen für eine Kiste Kartoffeln, gewaschene Kartoffeln. So. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Ich weiß es aber noch nicht genau, wie viel. Das müssen wir gleich mal gucken. Und dann versuchen wir uns darüber mal ein bisschen reich zu bumsen. Also, ne? Nach vorne. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich will einmal von innen fahren. Genau. Vor allen Dingen läuft ja auch der ganze Kram, ne? Also der ganze andere Kram. Alles, was hier so am... Alter, ich bin schon mit einer Stunde auch mal aufnehmen. Das ist krass. Es hat mir echt gefehlt, Farming Simulator zu spielen. Muss man ganz ehrlich sagen. Also ich bin echt... unentschlossen, was ich mache, wenn 17 rauskommt. Ob mich denn 17 wirklich so weghalten wird? Oh, ich bin echt so unentschlossen. Man muss echt abwarten, was da so kommt. Seid ihr denn schon so richtig Hype auf 17? Ich weiß nicht, als ich das gesehen habe, das Spiel, dachte ich halt auch so, ja, es sieht gut aus. Und ja, die haben eine Menge gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich das... Naja, wir werden es mal abwarten, glaube ich. Ich glaube, wir werden es mal abwarten müssen. Vielleicht bleibe ich auch bei 15. Vielleicht bleibe ich bei 15 und werde der ewig Gestrige mit der Tizian mit seinem Curseplay. Quasi.
Mal schauen. Mal schauen, wie das so wird. Der Steyr Multi hat durchdrehende Reifen. Was hat der denn gemacht? So. Du wolltest umsetzen, hast aber ja, den Zaun halt mitgenommen. Schade. Zur Abfahrt. Jetzt müsste es gehen, ne? Das sieht gut aus, jo. Alles klärchen. Wo haben wir den Deutz? Da. Deutz. Schwarzer Deutz. Einsteigen, einsteigen. Noch ein kleines Stück weiter vorfahren auf jeden Fall. Damit wir dann auch schön mit der Dolly unterfahren können. Und na, wird das was? Wird das was? Oh ja. Zack. Angenommen. So, dann geht das jetzt auf zur BGA. Und dann werden wir da mal ein paar Kartoffelkisten aufladen. 6 Stück müssten da ja schon sein, ne? Das heißt, das sind 10, 15.000? 15.000 müssen das mindestens sein. Naja, dann haben wir die Anschaffungskosten für den Deeploader wieder drin. Das ist auch cool. Und wir haben ein bisschen was zum Rumpuzzeln jetzt. Das freut mich auch. Dann werde ich nämlich jetzt schön mit Jan mal die ganzen Kisten drauffahren. Dann müssen wir hinten die Rampe runter und dann können wir hinten rauffahren, stellen sie rauf, die Kisten anständig und bringen das dann mal rüber. Oh, ich hoffe, ich komme da gut rein. Beim Supermarkt. Auch mit der Dolly. Kann ich die Dolly irgendwie vorne dran nehmen? Nee, ne? Da muss ich gleich so ein bisschen geschickt beweisen, wie gut ich tatsächlich bin in diesem Farming-Simulator. Wie gut meine Skills tatsächlich sind. Also es könnte echt sein, dass wir jetzt die nächste Stunde dabei sind, Kartoffeln zu verladen und die wegzubringen. Oder ich mache das halt so, wie es gehört, dass ich sie rüberfahre und dann aber nicht dort einfach mit dem Deeploader über den Trigger fahre und so ablade, sondern das ist doch alles klar. Wir stellen den Trecker da ab, holen uns den nächsten Kollegen. Das ist ein bisschen doof, ne? Ja. Wir stellen den Trecker da drüben ab, fahren wieder zurück oder gehen zurück, holen Jan rüber und Jan lädt jede Palette einzeln ab. Das wäre mal realistisch, würde ich sagen. Aber ich glaube, ich werde in erster Linie versuchen, auf den Trigger raufzukommen und dann darüber abzuladen. So, jetzt will ich hoffen, dass ich hier durchkomme, beziehungsweise dass ich hier so die Kurve kriege. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass ich den Weg nicht zu sehr versperre, aber ich muss doch ein bisschen weiter wegfahren von der Halle. Sonst wird das alles nichts. So. Igor muss auch aufgetankt werden. Alle wollen sie aufgetankt werden. Was ist denn schon wieder los? Sodele. Kartoffeln aufladen. Gewaschene Kartoffeln aufladen. Ich freue mich. Guten Tag. Hallo. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier so ein paar von den Viechern wegtransportiert bekommen. Und mal daraus bares Geld machen quasi. So. Da so ein bisschen. Oh. Siehst du, die haben sich schon. Die waren schon wieder angebaxt an den Boden. Die Kartoffeln waren schon wieder dabei, sich wieder an den Boden einzupflanzen. Aber jetzt kommen sie weg. Es wird auch mal Zeit. Oh, was ist das denn? Wieso ist denn die nicht ganz runter, die Rampe? Das ist aber merkwürdig. Naja, okay. So, ich würde sagen, so, und dann stelle ich sie ab. Geht die Rampe noch ein bisschen weiter runter? Ne, die ist unten, ne? Das sieht nur so, die Bodentextur ist nur nicht so gut, ne? Schade. Aber naja, irgendwas ist ja immer, ne? Irgendwas ist ja immer. So. Hier wieder rein. Denn
So, die nächste Kiste. Hallo, Vorwärtsgang. Bitte. Oh, das wird echt... ich glaube, ich muss die tatsächlich stapeln, die Kisten, ne? Sehe ich gerade. Also 6 hintereinander kriege ich da nicht rauf. 6 hintereinander werden echt schwer. Pass mal auf, dann müssen wir mal... Dann fangen wir schon gleich an, die erste drauf zu stapeln. So, genau. Bisschen vorsichtig gucken. Ja, das wird tatsächlich... also so richtig geht das nicht, ne? Mit dem... So ein ganz kleines Stück, ganz kleines Stück vorkicken. Genau, so hätte ich es gerne. Das ist sehr, sehr nice. So. Ach ja, Kartoffelnkisten stapeln. Ist das nicht schön? Und ich glaube, auch wenn ich hier fertig bin mit den Kisten, müsste eigentlich auch die andere Kiste auch schon fertig sein. Also müsste schon voll sein. Können wir die nämlich gleich wegbringen zum Supermarkt. Dann freuen die sich drauf, dann kriegen die nämlich neue Kartoffeln. Können die neue Kartoffeln in ihre Regale legen. Das ist doch total cool. So läuft das nämlich im Real Life auch immer beim Aldi. Da kommen die regionalen Landwirte und bringen ihre Kartoffeln vorbei. Und liefern die ab. So ist das im Real Life auch. Genau so. Na, könnt ihr euch sicher sein, bei Aldi kriegt ihr, oder bei eurem nächstgelegenen Discounter kriegt ihr nur regionale Kartoffeln. So, Kappa. Hallo? Das habe ich mir schon gedacht wieder, dass das früher oder später passieren wird, dass diese Kisten nicht loslassen wollen. Das haben sie hier nun wieder mal. Und dann bist du hier zugange und kannst gucken, wie du sie loswirst. Guckt euch das mal an wieder, ey, so eine Scheiße. Hoffentlich wird das im 17er besser, ey. Dieses Laden, Verladen, etc. Dass du da hier nicht mehr so viel... Dass dieses Attachen halt ein bisschen besser funktioniert, ne? Das ist nämlich echt jetzt gerade... Das ist jetzt gerade ziemlich mies, muss man ganz ehrlich sagen. Hier, ich kann hier nichts machen, ey. Will diese scheiß Kiste nicht los. So, jetzt bin ich sie los, Gott sei Dank. Irgendwie abgestriffen. So. Schnappen wir uns gleich die nächste Kiste, stellen sie schnell davor und schieben das dann hoch. Das ist aber auch... Man muss auch immer gucken, wie man die Kiste zu packen kriegt, ne? Muss man auch dazu sagen. Wenn man zu tief ist, dann hat man... Also es gibt irgendwie nur eine bestimmte Position, wo man eine Kiste gut greift, die dann auch wieder gut abgeht. Ja? Manchmal hast du das, dass du irgendwie dazwischen diesen Freiräumen irgendwie hängst. Und dann hast du, dann ist immer alles so ein bisschen doof. So. Jetzt einmal die eine Kiste vorgeschoben. Genau. So. Das auch vorgeschoben und zack, das läuft. Siehst du, da hatte ich jetzt die Kiste richtig zu packen gehabt und das war auch anscheinend eine gute Kiste. Die hat jetzt keine Probleme gemacht. Gute Kisten, schlechte Kisten. Ich könnte eine Doku-Soap mit den Kisten aufmachen, ey. Gute Kiste, schlechte Kiste. Oh. Ist da irgendwas los? Nö. Igor will nur aufgetankt werden, aber das dauert noch ein bisschen, bis er soweit bei ihm ist. Oh, Alter. Jetzt aber, oder? Nee. Schon wieder zu gedingstet. Gebumstet. Schlimm sowas. So. Nächste Kiste. Ich glaube, ich muss Igor, wenn er fertig ist, werden wir den erstmal mit rübernehmen zum Hof. Dass er sich dann da auftanken kann. Kaum sprichst du es aus, schon sagt er, hier, ich bin fertig. Naja, aber so soll es sein, ne?
Soll ja vorangehen hier auf dem Hof. Ah, siehst du, das war auch wieder eine gute Kiste. Und ich habe das Gewicht abgesenkt, weil ich auf V gedrückt habe. Ich depp. Aber es kam damit, dass ich Space gedrückt habe für Richtungswechsel. Und ja, dann war es halt einfach so, ne? So, ich bin mal gespannt, ob die andere Kiste bei der Kartoffelwaschanlage auch schon fertig ist. Weil wenn ja, dann nehmen wir die natürlich auch gleich mit. Zum Discounter. Eigentlich sind das die Kartoffeln, die man bei der Bundeswehr mal gekriegt hat, ne? Wo auf dem Sack immer drauf stand. Entweder Bundeswehr oder Kartoffel oder Schweinemast. Aber das hat jetzt nichts mit der Qualität zu tun gehabt. Sondern ich glaube, das waren die Mengen, ne? Weil das halt so große Mengen waren, die entweder nur für die Bundeswehr interessant sind oder für die Schweinemast. Ich glaube, qualitativ waren beide gleich gut. Also, Schweine kriegen ja auch was Gutes zu essen, ne? Kann ja nicht sein. Kann ja den armen Schweinchen nicht was Schlechtes zu essen geben. Aber ich glaube, das war auch nur ein Gerücht. Weil, ich glaube, das war so ein Gerücht, was sich so überall durchgezogen hat. Dass die Bundeswehr auf deren Kartoffelsäcken immer draufstehen hat. Blablabla. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinem Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der Map Two Rivers dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.